Der Stream bei Area 51 kostet mich 20.000 Euro, ne? Das ist insane, wie viel solche Projekte kosten. Und ich habe das Ganze schon zugesagt und gemacht, ohne zu wissen, ob ich überhaupt einen Partner habe, ohne zu wissen, dass ich überhaupt da irgendeine finanzielle Unterstützung von irgendwem bekomme. Ich habe einfach von Anfang an gesagt, okay, ich mache das. Wenn Partner dazu kommen, wäre mega. Wir sind auch gerade Ein dabei, offener irgendwelche Partner Admin-Event dafür spendet ranzukriegen. 5 Euro. Nerdfroy hat einfach Zähne wie Eldos. Ist crazy. Ja, wir sind gerade dabei, Partner ranzukriegen. Warum 20k Chat alle Leute einfliegen lassen, das ganze Team bezahlen, dass Starling dann Starling auch bezahlen, weil die Server und so, das kostet auch nochmal alles. Das ist schon übertrieben teuer alles. Das ist schon übertrieben teuer alles. Mache ich mit, also overall, ob ich mit dem Stream Plus mache, ich glaube nicht. Wenn Partner reinkommen, maybe. Aber wir sind halt gerade dabei. 20k, juckt dich nicht, Chat, 20.000 Euro? Wisst ihr, wie viel Kohle das ist? Wisst ihr, wie viel fucking Geld das ist? Das, Digga. Das ist geisteskrank. Noch nie in meinem Leben habe ich so viel Geld für einen Stream ausgegeben. Ich bin nicht so rich, dass ich mal 20.000 Euro, ohne dass mich das interessiert. Also im Endeffekt, also es ändert jetzt nichts an meinem Lebensstil, aber es ist trotzdem, also ich sehe 20.000 Euro immer noch wie 20.000 Euro. Vor 4 Jahren hätte ich für 20.000 Euro geblasen. Jetzt immer noch, maybe, aber ihr wisst schon. 20k sind 20k. Das ist insane. Ein Leben 100-mal kaufen. Checkst du, wie aus dem fucking Macher bist? Bist du Rich Kid? Nein, Rich Kid ist crazy. Rich Kid ist crazy. Ich habe gerade viel Kosten nebenbei. Meine Mutter ist jetzt in der Türkei. Sie ist heute in die Türkei, by the way, geflogen. Sie hat da jetzt eine Wohnung. Das müssen wir alles einrichten, dies und das. Das kostet schon ein bisschen was. Also, es kostet schon viel. Für Türkei-Verhältnisse wenig, aber es geht. Und die Streams nebenbei, diese Projekte, die sind so teuer. Ich schwöre, die Projekte, die ich am Planen bin für Content, ist das, wofür. Das meiste Geld, was ich ausgebe, sind Projekte. Ich schwöre, das ist so teuer. Gefängnis-Stream mit Abu. Scheiße, das wollte ich noch gar nicht sagen. Aber, dann. Also, wir haben geplant, Abu vs. Rohat. Wer länger in der Gefängniszelle bleibt. Und das wollte ich streamen. Also die erste Zeit wollte ich streamen. Basketball-Event. Da musst du viel, zum Glück nicht so viel in die Hand nehmen. Dann Area 51 ist übertrieben teuer. Und noch viele andere Projekte. Ja, schon. Okay. Hallo, ich bin hier gerade in der Auslosung von Beauty in the Nerd. Worum geht's? Was ist das? Das ist eine Serie, die ich hier gerade gucke. Ach so, diese eine Serie da. Robert, wann fliegst du nochmal? Wohin? Bist du am Stream? Ja. Ach so, soll ich lieber auf WhatsApp schreiben? Area 51 meinst du? Ja. Also 29. ist der Stream, heißt 28. fliege ich so. Warum? Dann komme ich kurz davor vorbei. Ja, dein Koffer und alles, dies, das und deine Wäsche? Wie willst du das machen alleine? Hä? Ich bin 2 Tage weg. Achso, gehst du nur für 2 Tage? Ich dachte 3 Wochen. Was soll ich 3 Wochen bei Area 51? Keine Ahnung. Bob hat mir gesagt, du gehst da 3 Wochen hin. Ich so, hä? Will er da noch hinziehen oder so oder was? Was soll ich 3 Wochen bei Area 51? Du willst auch, dass ich von Aliens Ja, du gefressen hast werde, schon oder? gesagt, was soll ich machen? Nein, ich bin da zwei Tage. Okay, so wie letztens also. Ja, so. Na dann. Aber danke dir.
Ich komme trotzdem vorher. Okay. Also ich komme so am 26. Okay. Ja, was machst du jetzt? Beauty in the Nerd gucken? Okay. Ah, tschüss, Benge, die Beauty. Okay, also ciao. Ja. Schon crazy. Euro hochgehen. Ohne Sinn. Das heißt,